Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Jump World und heute fangen wir mit einer Map an, Freunde, von Jeremy-2002. Jeremy hat bis jetzt nur drei Maps in Jump World gebaut. Das ist einmal Kapitel 1, Kapitel 2 und Kapitel 3 und wir spielen heute Kapitel 3. Kapitel 2 hatte eine Durchschnittszeit von 33 Minuten, Kapitel 1 von 8 Minuten und die hier jetzt von 11 Minuten 27. Ich bin sehr gespannt, wie es wird, Freunde. Ich habe nicht mehr so viele Erinnerungen an Kapitel 2 und Kapitel 1, aber ich glaube, dass das so Maps waren, die mich einfach nur ein bisschen getiltet haben und die mich einfach eher aufgeregt haben. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das hier jetzt wird. Probe, was für eine Probe? What? Okay, wir springen einfach mal durch. Ich weiß nicht mehr, ob es irgendeine Story gab bei Kapitel 1 und bei Kapitel 2, aber let's go, Freunde. Willst du Nachtsicht, kann aber die Optik schön abschwächen. Oh, was? Achso, kann aber die schöne Optik abschwächen. Oh, zu spät, hab schon Nachtsicht mir gegeben. So, Kapitel 3, die tiefe Mine. Du bist aus dem Portal gefallen. Stimmt, es gab ehrlich eine heftige Story. Da ist das riesige Portal. Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, was die Story genau gewesen wäre. Was machst du nun? Finde Dr. Brown und sprich mit ihm. Tipp, die Fackeln können den Weg zeigen. Okay, let's go, Freunde. Dieses Mal gebe ich dir Gnade. Oh, danke schön. Das ist sehr, sehr nett von dir. Ich dachte schon, ich werde jetzt wieder komplett rage und einfach nur tilten und mich nachher wieder in den Schlaf weinen. Und jetzt bin ich schon runtergefallen. Aber anscheinend kann ich heute Nacht gut schlafen, Freunde. Falls wir das hier hinkriegen, man weiß es nicht. Vielleicht trollt er mich auch nur. Ja, vielleicht lässt er mir doch keine Gnade. Und die Map wird komplett schrecklich. Man weiß es nicht. Dass die Durchschnittszeit bei 11 Minuten 27 ist, ist schon mal nicht so gut unbedingt. Weil das kann gut heißen, dass die Leute sehr, sehr lange verzweifelt sind. Aber mal sehen. So, wo muss ich denn anfangen? Hier, glaube ich, ne? Oh, hallo Ryan. Moin, was geht ab, Dr. Brown? Was denn? Warum bin ich aus dem Portal gefallen? Hatte einfach die Idee, das Portal an die Decke zu bauen. Aus Überlebenschancen von fast 1% und dann noch ein tiefer Fall. Oh Gott, stimmt. Das Portal hatte, glaube ich, nur eine Überlebenschance von 1% und da sind wir noch runtergefallen. Okay. Wollen Sie, dass ich eigentlich... Dr. Brown, wollen Sie eigentlich, dass ich sterbe oder was? Nein, aber du willst dein Rezept wieder, also los. Okay, Leute, let's go. Ich habe alles vergessen. Was suche ich für ein Rezept? Für Schokolade, für Nutella? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist Dr. Brown ein bisschen verrückt und lebensmüde. Das gefällt mir schon mal nicht. Also mal gucken, ob wir das hier überhaupt überleben werden, Freunde. Vielleicht überlebe ich die Map hier gar nicht. Vielleicht geht das Video hier auch nie online, weil wenn ich in Minecraft sterbe, dann sterbe ich auch im Real Life. Das ist ganz normale Logik, Freunde. Das ist auf jeden Fall wissenschaftlich erwiesen. Von daher, let's go. Okay, Speedblöcke, aber ich glaube, die sind einfach. Ah, komm schon, die kriegen wir direkt hin jetzt beim sechsten Versuch kriegen wir die jetzt direkt hin auf jeden Fall hier. Zack, 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 Checkpoint. Nicht auf die roten Blöcke laufen, Freunde. Dabei sneaken wir einfach. Und perfekt, nächster Checkpoint. So, los geht's. Da muss ich gerade einen Cut machen. Ich bin leider noch ein bisschen krank hier und habe gefühlt, alle zwei Sekunden fühlt es sich für mich so an, als ob ich niesen muss. Willst du Kapitel 4 haben wollen? Oder wirst du Kapitel 4 haben wollen? Ich weiß nicht, Jeremy. Lass es deine Zuschauer entscheiden. Okay, Freunde, wollt ihr Kapitel 4 haben? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr schon dabei seid, dann lasst doch auch gerne mal ein Like da. Okay, weiter geht's. Ich weiß nicht, ob ich Kapitel 4 haben will. Kapitel 3 habe ich, glaube ich, auch schon Nein zu gesagt, aber du hast es trotzdem einfach gemacht. Und hier will ich etwas ganz Tolles ankündigen. Okay, es wird nach Kapitel 5, bitte was? Es gibt 5 Kapitel bald? Das Ende von allem. Warte, was? Den Ende von allem. Okay, warte, was? Heißt es, wird 5 Kapitel geben? Ein Teil... Was? Ein Teil 2 geben? Also erst soll ich entscheiden, ob es ein Kapitel 4 geben soll. Und jetzt sagt er mir einfach so... Oh, ist hier ein Secret? Aha, das habe ich entdeckt. Und jetzt sagt er mir einfach... Ach so, ja, Ryan, also eigentlich gibt es sowieso 5 Kapitel und danach auch noch einen zweiten Teil. Unter der Bedingung, dass Ryan ja sagt, nein ist auch ja. Seht ihr, was ich meine? Egal, was ich sage... Ich hab gar keinen Einfluss. Jeremy, der will mich einfach quälen, Leute. Der will einfach, dass ich in Minecraft sterbe und dadurch auch im Real Life. So, was anderes hat er nicht vor. Er möchte mich psychisch fertig machen, habe ich ja langsam das Gefühl. Und deswegen macht er diese ganzen Kapitel, ja. Andere Leute, die bauen mir Maps, um mir einen Gefallen zu tun, ja. Und damit ich die halt spiele. Und er baut Maps, damit ich mich abends in den Schlaf weine. Dankeschön dafür, Jeremy. Sehr, sehr nett von dir. Ich bin mal gespannt, wie Kapitel 4 und 5 wird. Und der zweite Teil natürlich auch. Ja, aber anscheinend bist du ja ein bisschen netter geworden. Zumindest ist hier die Durchschnittszeit schon mal nicht 33 Minuten. Habe ich die Map damals im Stream eigentlich gespielt oder in einem Video? Weil die ging 33 Minuten Durchschnittszeit.
Durchschnittszeit, das ist ja schrecklich. Ich glaube aber, ich habe den im Video gespielt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber egal. Wir sind schon bei 4 Minuten. Ich habe natürlich jetzt ein bisschen Zeit immer gebraucht, weil ich noch am Labern war zwischendurch und die Schilder ganz entspannt gelesen habe und kurz cutten musste, weil ich das Gefühl hatte, dass ich niesen muss. Kennt ihr dieses nervige Gefühl, wenn man so erkältet ist und man denkt, man muss niesen, aber dann muss man doch nicht niesen und dann will man aber nicht weiterreden, weil vielleicht muss man dann doch mitten im Satz niesen. So geht es mir gerade die ganze Zeit. Ist auf jeden Fall ein super Gefühl, um aufzunehmen. Okay, let's go. Oh, da müssen wir durchrushen, weil hier kriegen wir Übelkeit auf den Blöcken. Ist ja nicht schon so, dass ich krank bin. Jetzt gibt er mir auch noch Übelkeit in Minecraft. Jeremy, was ist denn los mit dir? Bist du lebensmüde oder was? Ich glaube, hier muss ich hin. Oh, das erkennt man ja gar nicht. Oh mein Gott, ich habe es trotzdem geschafft. Alter, das war ja richtig schwierig mit dem Slime. Schön ausklingen lassen, weil ich habe nur noch 4 Herzen. Ich will jetzt nicht sterben hier. Okay, perfekt. Dann Leitersprünge. Jetzt haben wir wieder volles Leben. Das ist schon mal ganz gut. Aber bis jetzt ist die Map ganz geil, Jeremy. Muss ich sagen, bis jetzt macht die Spaß. Bis jetzt rage ich auch noch nicht. Deswegen mal sehen. Ich hoffe, das geht so weiter. Steht da... Was steht da? Steht da Coal drin? Alter, das ist ja heftig hier. Ist das das nächste Portal? Aber, ah, da muss ich hin. Och nee, Cobweb. Weil es so lustig war. Dein Ernst? Jetzt baut der einfach so einen Cobweb-Weg hier hin. Jeremy, ich glaube, das war beim letzten Teil auch schon so. Langsam erinnere ich mich an Teil 2 wieder, Freunde. Da kommen die Flashbacks. Letztes Mal waren das, glaube ich, weiße Blöcke am Rand oder so. Ich glaube schon. Ich glaube, ich erinnere mich langsam. So sneaken. Und da bin ich dann sogar mal runtergefallen. Aber diesmal, Jeremy, diesmal falle ich nicht runter. Siehst du, wie easy ich das hinkriege? Zack. Und jetzt springen wir einfach hier zum Checkpoint und sind jetzt hier in so einem Labyrinth. Ah, warte, da muss ich kurz gucken. Er hatte mir irgendwas zum Labyrinth geschrieben. Okay, er hat mir als Tipp gegeben, suche, bevor du durch das Portal gehst, noch die Gänge ab, bis du was findest. Also wahrscheinlich ist er einfach noch ein Secret. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Secret unbedingt mitnehmen will. Ah, okay. Ich hab schon. Jeremy, easy. Junge, easy. Die Map ist zu einfach für mich. Ich habe das Secret schon gefunden. Jetzt ist die Frage, gibt es hier noch ein Secret? Die Junge, wie soll ich mich denn hier orientieren? Selbst wenn ich das Portal finde, weiß ich absolut gar nicht mehr, wo ich schon war und wo ich noch nicht war. Deswegen weiß ich nicht. Wenn ich das Portal jetzt finde, dann würde ich am liebsten gerne direkt durchgehen. Aber ich werde es jetzt nicht machen. Wahrscheinlich ist es nur ein Troll von ihm. Und da gab es wirklich nur ein Secret. Und wenn ich jetzt noch alles absuche, dann finde ich absolut gar nichts mehr. Okay, nee, wenn ich das... Habe ich gerade einen Amboss gehört? Oh Gott. Wenn ich das Portal finde, gehe ich da, glaube ich, durch. Ich weiß nämlich jetzt schon absolut gar nicht mehr, wo ich gerade bin, Freunde. Ich halte mich wie immer einfach nur rechts und laufe dann da lang. Okay, da ist das Portal. Soll ich da wirklich durch? Ja doch, ich gehe da durch. Ist mir jetzt egal. Ich hoffe, es gab jetzt nicht irgendwo einen sinnvollen Tipp dafür. Ohne Nachtsicht, mit Nachtsicht. Wie ist das denn ohne? Hä, ohne? Und mit... Hä? Das ist ja gar kein Unterschied, oder? Keine Ahnung, ich gehe jetzt ohne Nachtsicht durch einfach. Checkpoint. Das hat aber nett gemacht mit den Ambossen hier, dass dann mal wieder Checkpoints kommen, ne? Ist auch eine hübsche Melodie auf jeden Fall, die da kommt. Hört ihr das? Ah, jetzt hört man das nicht mehr. Hallo? Melodie? Hä? Gerade war die richtig heftig. Jetzt hört man nur noch einen, oder was? Okay, komisch. So, durchspringen. Was hat er ehrlich diesmal richtig nett gemacht, ne? Auch immer Checkpoints nach jedem Sprung. Jeremy, was ist los mit dir? Du bist auf einmal nett geworden. Was ist da... Ich nehme alles zurück. Was ist da passiert? Ich wollte gerade sagen, er ist nett geworden. Jetzt kommen hier Speedblöcke. Ich hasse Speedblöcke. Aber ich glaube, das ist immer der gleiche Abstand. Von daher, nein, kriegen wir das hoffentlich einigermaßen hin. Oh mein Gott, aber das ist so ein kurzer Abstand, ne? Da muss ich immer mir Sorgen machen, dass ich zu weit springe. Warte, kann ich nicht sogar hier einen Sprung überspringen? Oh mein Gott, komm. Zack. Und zwar von hier direkt darauf. Müsste eigentlich gehen, oder? Jawohl, zack. Hätte ich da auch gerade wieder machen können, aber ist ein bisschen risky. So. Und jetzt auch wieder. Bam. Und jetzt auch auf den Oh mein Gott, ich habe es auf den Checkpoint geschafft. Ich dachte, ich fall runter. Was ist denn das jetzt hier? Verschwindet der Weg? Oder was ist das? Weil hier ist so Dingens drunter. Ich weiß nicht, was es genau heißt. Eigentlich heißt es doch, dass der Weg dann verschwindet, oder nicht? Aber irgendwie verschwindet er gerade nicht. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil das sieht so aus, als ob das diese Wege sind, die immer auftauchen und wieder verschwinden. Ich glaube, das sollte auch so sein, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, das funktioniert gerade nicht. Also ich glaube, eigentlich sollten hier immer nur so ein paar Glasblöcke sein, so dass ich auf der richtigen Plattform bleiben muss. Jeremy, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Sollte das eigentlich so sein und das ist gerade verbuggt? Oder was ist hier genau los? Aber ich habe alle drei Secrets, ne? Das ist schon mal heftig. Das ist schon mal richtig gut, würde ich sagen. So, haha, du Scherzkeks. Ah ne, warte, ich muss von hier lesen, oder? Nachtsicht. Ah, da bist du ja endlich. Du warst aber langsam. Ich habe dir das Portal zum Reinspringen gebaut. Ich hasse sie immer mehr. Haha, du Scherzkeks. Das war kein Scherz, Dr. Brown. Ich hasse dich. Okay, aber da unten ist das Portal. Da steht sogar Coal. Das ist natürlich sehr, sehr nice gemacht. Und ich glaube, jo, wir sind sogar schon im Ziel. Jeremy, Jeremy? Junge, Applaus. Applaus für Jeremy, er hat es geschafft, eine Map zu bauen, die mich nicht komplett triggert und die auch noch nett war. Was ist da denn los, Junge? So, Kapitel 3,
Ende. So, gute Bewertung hier, Insta-Komödie-Fan. Danke fürs Spielen meines Jump'n'Runs. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Abonniert Ryan Cole und aktiviert die Glocke, Leute. Gerne ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Komödie-Fan ist auch auf YouTube, aber du machst gar keine Videos, oder? Bitte richtig rum. War ein paar Mal spiegelverkehrt. Liken nicht vergessen. Handschuh. Achso, den soll ich richtig rum jetzt halten. Leute, liken nicht vergessen. Mein Like-Handschuh war eine Zeit lang falsch rum, weil die... egal, nicht wichtig, habe ich schon mal erklärt. Seid gespannt auf Kapitel 4 von 5 und auf Teil 2. Unbedingt Abo und Like an Ryan. Mein Like-Handschuh kann man nämlich gar nicht falsch rum halten. Weil wenn ich den andersrum drehe, steht da, gefällt mir nicht. Bitte lass keinen Dislike da. Ja, coole Map auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir gehen hier raus und spielen die nächste Map. Als nächstes spielen wir Ryans Schoki ist weg von AXGX. Grüße gehen raus. Ryan Schoki ist weg. Hose dir zurück, werde ich machen. Leute, aber ich bin doch selber die Schokolade. Hä? Da müsste ich ja weg sein. Ich verstehe das alles nicht. Ich hole mir meine Schokolade auf jeden Fall direkt zurück. Hier kann man ja abkürzen. Ist ja easy, Leute. Bam, zack. Dann springen wir hier hin. Ja, hier kann man ja auch irgendwie abkürzen. Zack. Ich rushe einfach durch, Leute. Hol dir die Schoki und schnapp dir die Diebe. What? Soll ich jetzt da einfach rein? Warum ist hier ein Portal? Ich bin verwirrt. Ist hier schon das Ziel jetzt auf einmal? Los, lauf zur Schoki. Aber was denn mit dem anderen Jump'n'Run, was da war? Egal, dann laufen wir einfach hier lang. Oh, warte mal. So, nicht über die roten, nicht auf die roten Teile springen, dann kriegen wir das alles hin. So, zack. Und bam, Checkpoint. Jetzt haben wir Jump Boost. Was zum Teufel war denn dann gerade da? Ich verstehe das nicht, Leute. Was war bei dem anderen Jump'n'Run? Da konnte man doch auch noch lang springen, oder nicht? Das muss ich mir gleich mal angucken, sobald ich im Ziel bin. Falls hier das Ziel ist, vielleicht trollt er mich ja auch. Und das ist der falsche Weg jetzt. Aber da hinten ist Schokolade. Ich glaube, das ist richtig. Wir gehen mal hier runter. Da hinten ist sie. Oh, sogar eine Enderperle bekommen. Bam. Na, die hätte ich vielleicht ein bisschen weiterwerfen können, aber egal. Hallo, meine Schokolade. Was geht? Endlich habe ich dich wieder. Und hier ist kein Ziel. Wo ist das Ziel? Ich glaube, das Ziel war wirklich bei dem Jump'n'Run einfach. Oder ist das jetzt hier hinten irgendwo? Ich bin verwirrt. Hallo, Ziel? Ich laufe jetzt einfach mal 10 Jahre in die Richtung hier. Vielleicht finden wir da ja das Ziel. Bis jetzt sieht es aber nicht danach aus, ne? Okay, ich bin jetzt ungefähr 30 Sekunden in die Richtung hier gerannt. Und ich sehe das Ziel nicht. Ich würde sagen, wie kann man die Map nochmal resetten irgendwie? Da, Jump'n'Run neu starten. Wir starten das nochmal neu und gucken, ob... Hä? Verdammt. So, neu starten. Jetzt sneaken drücken. Okay, jetzt sind wir wieder an der Stelle, wo wir gerade waren. Was passiert denn, wenn ich hier einfach weiterspringe? Ist hier jetzt einfach das Ziel auch? Das wäre ja dann komplett lächerlich. Dann verstehe ich irgendwie den Sinn noch nicht so ganz. Oh mein Gott, als ob ich das jetzt nicht hinkriege. Warum macht er auf einmal schwierigere Sprünge? Was war denn los? Gerade waren die so einfach. Okay, die sind auch noch relativ einfach. So, wo komme ich denn dann hier an? Dort sind sie. Hä, das ist ja jetzt eine ganz andere Map. Ich verstehe es nicht. Okay, wir gehen hier runter. Was steht hier? Die Diebe haben dir eine Falle gestellt. Ach so, ja, okay, also war das wirklich falsch hier. Also, hä? Hier ist aber auch nirgends so eine... Ups, hier ist auch nirgends so eine Tür, oder? Das heißt, ich hätte wirklich da lang laufen müssen, wo ich gerade lang gelaufen bin. Aber das Ziel wäre dann wahrscheinlich 10 Kilometer weit hinten gewesen. Keine Ahnung, ich beende die Map einfach nicht. Zum Abschluss spielen wir aber nochmal von Birki an Ryan. Birki, Grüße gehen raus an dich. Herzlich willkommen zu meinem ersten Jump'n'Run. Ich hoffe, es gefällt euch. Bitte lasst eine faire Bewertung da. Ihr könnt mir auch auf YouTube folgen, heiße BirkiYT. PS, keine Story, einfach nur zum Durchspringen. Birki, warum lügst du mich an? Das ist gar nicht dein erstes Jump'n'Run. Ich habe gerade gesehen, du hast schon mehrere gebaut. Oder die anderen hast du dich hier nachgebaut. Das weiß ich gerade gar nicht. Aber ich glaube, du hast schon vorher 2 Jump'n'Runs gebaut. Sah zumindest gerade so aus, ja? Müsste ich mir gleich nochmal angucken. Aber okay, let's go. Mein Skin. Oh, dein Skin sieht auf jeden Fall wunderhübsch aus. Schön gelb. Birktastisch ist ja auf jeden Fall, ne? Und kann man da hin? Ah, ich war mir gerade nicht sicher, ob das hinter oder vor dem Glas ist. Ist auf dem Teppich Slime? Oder wo muss ich hin? Warte mal. Doch, oder? Ich glaube, hier ist Slime drauf. Jawohl. Jump Boost. Dann komme ich auf seinen Kopf drauf hier, Junge. Auf seinen Skin. Weiter geht's. Schöne lilane Blöcke. Das ist sogar mein neuer Skin, Leute. So aktuell ist die Map. Ryan Skin steht da auch. Leute, ich sehe es. Das bin ich mit meiner heftig coolen... Oh, das hat keiner gesehen. Einfach bei so einfachen Leitersprung hier runtergefallen. Das kann ja nicht sein. Aber das bin ich mit meiner heftig coolen Sonnenbrille, Leute. Da, guckt euch das an. Zack, das sieht schon nice aus. So, jetzt haben wir hier Lava. Muss ich einfach drüber springen? Slime. Hö, ich dachte, der wäre Slime. Okay, ah, nee, ich weiß, wo ich hin. Ich muss einfach hier drauf springen, oder? Nee, da kriege ich auch Fallschaden. Was muss ich machen, Leute? Da sterbe ich auch drin. Ist hier doch irgendwo Slime? Ah, nur in der Mitte. Okay, 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 okay. Zack, zack. Ah, verdammt. So, nochmal. Bam. Ah, ich muss... Ach, jetzt brenne ich die ganze Zeit und sterbe deswegen. So, jetzt aber. Zack, zack. Und geschafft. Jetzt darf ich nur nicht runterfallen. Oh, das ist auch ein schwieriger Sprung, oder? Bam. Oh mein Gott, er ist nicht gesprungen. Ich glaube es nicht. So. Okay, direkt nochmal hier drauf gekommen. Jetzt aber. Zack, zack. Und jetzt einfach hier ein bisschen durchrushen. Der war irgendwie gar nicht so schwierig, der Sprung. Ich dachte mir, der wäre krasser.
hier runter und muss ich jetzt hier rüber? Nein! Okay, versuchen wir es nochmal. Perfekt, jetzt hat es geklappt. Und durch das Portal. So, wir gehen mal ins Wasser. Es kommt ein kleines Quiz anscheinend. Welchem YouTuber-Skin ähnelt mein Skin? Oh Gott, jetzt habe ich das schon vergessen. Wie sah sein Skin denn aus, Leute? Stylex vielleicht? Leider falsch. Paluten vielleicht? Ist es richtig? Okay, es scheint richtig zu sein. Ich weiß gar nicht mehr, wie der aussah. Ist mein Problem. B? Wofür ein B? Achso, für Birki, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Würde, was anderes macht auf jeden Fall keinen Sinn. Zack. Oh mein Gott, ich dachte, ich falle hier runter. Und dann gehen wir durch das nächste Portal. Oh, jetzt haben wir ein hübsches lilanes Jump'n'Run hier. Mit einem R? Jawohl, okay. R für Ryan, B für Birki. Dann war das doch richtig. Und jetzt haben wir schwierige Leitersprünge hier mit am Start. Wäre ziemlich cool, wenn ich die hinkriegen würde. So, zack. Oh mein Gott, das war ja ganz knapp. Dann nochmal hier an die Leiter hängen. Und jetzt muss ich auf mein R drauf springen. Und hier durch. Perfekt. Zum Abschluss nochmal Speed. Wie auch XD dahinter schreibt, weil er ganz genau weiß, dass ich Speedblocker hasse. Richtig nett. Aber egal, das kriegen wir hin. Ich habe jetzt gerade schon ein paar Speedblöcke gehabt und bin jetzt in der Übung drin. Passt auf. Zack. Ich bin... Oh Gott. Ich bin einfach viel zu weit gesprungen. Ich bin jetzt Speedblock-Meister, okay? Vertraut mir. Zack. Dann... Zack. Oh, verdammt. Okay, jetzt aber. Zack. 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 Einfach durchrushen. Checkpoint. Ach, okay, jawohl. Checkpoint. Auf den Speedblock. Und jetzt muss ich im Wasser... Oh Gott, wie schwierig ist das denn, Alter? Jetzt muss ich da im Wasser landen. Das wird, glaube ich, nochmal ein bisschen Zeit kosten hier. Oder auch nicht. Ich sage ja, Speedblock. Profi, Freunde. Eine leckere Schokoladentafel. Ist irgendwas hinter? Ein Secret oder so? Nee, okay, Secrets gibt es ja auch gar nicht in der Map. Aber der sein können, dass da auch das Ziel einfach versteckt ist. Gut, dann rennen wir einfach mal hier durch. Und ich denke, da hinten ist dann irgendwo das Ziel. Warum ist denn nochmal dieser Speedweg da? Ist das, um die Map in die Länge zu ziehen eventuell? Oder was ist hier genau los? Okay, da haben wir aber wirklich das Ziel. Hier kann ich wahrscheinlich sterben, oder? Ah, guck mal, hier hat er so einen kleinen Troll mit eingebaut. Falle ich aber nicht drauf rein. So, das war's. Hoffe, es hat dir gefallen. Das hat es auf jeden Fall. Zack, zack, zack. Würde mich über ein Abo freuen. Birki YT. Ja, Leute, auch gerne hier ein kostenloses Abo da lassen, wie gesagt. Ich würde sagen, das war's mit dem Video für heute. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen um 16 Uhr bei einem weiteren Video wieder. Ciao.